Hallo und herzlich willkommen zur Episode 41 des Murakami Podcasts. Diesmal dürfte ich Maloja Co-Founder Klaus Haas interviewen. Klaus hat uns mitgenommen auf die Reise durch die Gründungs- und Entstehungsgeschichte von Maloja, aber wir haben vor allem auch seine unterschiedlichen Sichtweisen und Haltungen diskutiert, wenn es zu dem Thema kommt, wie man denn Mitarbeiter führt und wie man Produkte entwickelt, die der Markt auch wirklich haben will und langfristig braucht und wie man sich der Frage nähert, wie man denn nachhaltig in der Klamottenindustrie produzieren kann. Und dabei hat er einige sehr spannende Aspekte beleuchtet, die Maloja so ganz anders macht als viele der Unternehmen, die man sonst so kennt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viele spannende Einblicke gewonnen. Ich hoffe, das geht euch ähnlich. Jetzt also viel Spaß mit der Unterhaltung mit Klaus Haas von Maloja. Klaus, ganz herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Ich bin sehr gespannt, ein wenig über eure Geschichte zu Maloja zu erfahren. Magst du uns mal so ganz an den Anfang der Geschichte kurz mitnehmen? Wie ist denn die Idee und daraus auch die Firma überhaupt entstanden? Ja, es ist inzwischen schon 20 Jahre her, aber es ist trotzdem noch sehr frisch. Die Idee habe nicht ich gehabt, die hat vielmehr mein Partner gehabt, der Peter Räuber, der auch deutlich länger in dieser Branche arbeitet und der schon früher mit dem Thema Bike und auch Bike-Bekleidung in Berührung kam und den das Thema nie losgelassen hat. Und er ist dann 2003 mal auf mich zugekommen und ich war zu der Zeit auch als Unternehmensberater tätig und das wusste er und er hat gesagt, er hat da so eine Idee, die er gerne umsetzen möchte, ob ich mir das mal anhöre als Berater. Und ich sagte, ja, wenn du eine Idee hast, dann kommst du mal vorbei. Und wir saßen zusammen und es war schon sehr konkret, was er da im Kopf hatte. Und es klang irgendwie interessant. Und am Ende eines langen Abends habe ich ihm gesagt, naja, beraten kann ich das nicht. Aber als Partner wäre ich gerne dabei und lass uns das mal versuchen. Also es war schon sehr konkret. Peter war natürlich erfahren. Er hatte eigentlich war klar, dass es eine kleine Nische ist. Zur damaligen Zeit war es gerade im Bike-Bereich so, dass Bike-Bekleidung nicht sehr spannend war. Es war funktionell auf einem zufriedenstellenden Niveau, aber sie hat nicht keinen Style-Charakter gehabt. Und es war eigentlich klar, dass da mehr drin ist. Und Peter hatte dazu auch eine klare Vision. Und insofern hatten wir einen relativ interessanten Einstieg, weil er natürlich in der Branche auch verwurzelt war und durchaus einige Leute kannte. Und das war natürlich für uns auch entscheidend, dass ein Netzwerk da ist. Und so haben wir mal einfach losgelegt mit einem sehr kleinen Budget tatsächlich. Wir haben im ersten Jahr ziemlich genau 150.000 Euro ausgegeben. Mehr war nicht zur Verfügung, es war unser eigenes Geld. Und wir haben uns eigentlich auch vorgenommen, dass wir in der Anfangsphase das mit Eigenkapital bestreiten müssen, um einfach mal zu sehen, ob das funktioniert. Hatten es geschafft, im ersten Jahr tatsächlich 100 Händler für die Idee zu begeistern. Und es war natürlich ein sensationeller Start. War keine ganz leichte Zeit damals, 2004. Die Wirtschaft hat auch etwas Mühe gehabt. Die Händler hatten auch immer ein bisschen Sorge. Aber diese Zeiten sind auch gut für Gründerzeiten, weil natürlich immer dann, wenn es nicht so läuft in den Geschäften, jeder auch dazu neigt, vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Und so war es tatsächlich. Also die Händler kamen zu unserer ersten Messe und gesagt, Gott sei Dank, endlich mal was Neues, endlich mal was Frisches. Cool. Und so war der Start, nur mit einer Sommerkollektion, auch die ersten zwei Jahre. Wir hatten aber im zweiten Jahr schon große Diskussionen, dass die Händler gesagt haben, ja, wir müssen schauen, dass wir das ganze Jahr die Marke spielen können. Und so haben wir uns auch überlegt, was passt eigentlich gut dazu, wenn man jetzt aus dem Bike-Bereich rauswächst, was passt im Winter gut dazu. Und
Zur damaligen Zeit sahen wir sehr viel Interesse, gerade auch für den nordischen Bereich. Und der hat auch funktional sehr gut dazu gepasst, weil Bike und gerade Skilanglauf sich sehr, sehr gut ergänzen. Und auch Tourengehen ergänzt sich sehr gut. Für beide Sportarten braucht man sehr atmungsaktive, wirklich sehr funktionale Bekleidung. Das hat sich eigentlich für uns auch spannend angehört. Und so kam es eigentlich, dass wir dann das als Kernschwerpunkte unserer Marke ausgeprägt haben. Ja, und dann ging das Jahr für Jahr eigentlich ganz gut weiter, obwohl wir eigentlich sehr selektiv unterwegs waren. Wir hatten das Ziel, auch die Marke über eigentümergeführte Händler möglichst in den Markt zu tragen. Und ja, die Frische, die wir mitgebracht haben, hat doch viele fasziniert. Und wir konnten so relativ schnell ein kleines Geschäft aufbauen, wo wir wussten, nach 3, 4 Jahren, das wird auch bleiben. Und dann war es uns eben sehr wichtig, dass wir auch unsere Innovationen auf einen wirklich guten Stand brachten. Wir hatten natürlich am Anfang, wir haben im ersten Jahr mit einer halben Designerin gearbeitet und heute haben wir doch 20 Leute in der Entwicklung. Das ist ein kleiner Unterschied, das kann sich jeder leicht vorstellen. Ja. Aber so sind natürlich die Anfänge entstanden und uns war klar, wir müssen nachlegen, wir müssen gerade in der Entwicklung nachlegen und so ein gutes Team aufbauen und alles Geld, was wir die ersten Jahre verdient haben, haben wir tatsächlich immer gleich ins Produkt gesetzt, hatten relativ wenig für Marketing tatsächlich übrig, weil wir immer versucht haben, mit unserem eigenen Geld zu arbeiten. Natürlich haben die Banken auch ein bisschen mitgeholfen, aber es war jetzt uns klar, wenn wir einen Fremdinvestor, einen großen dazu kriegen, dann sind wir nicht mehr eigenständig. Und bei der Idee, die wir im Kopf hatten, war es eben sehr wichtig, auch unabhängig zu sein, auch mal Nein sagen zu können. Und ja, das war nicht immer ganz leicht, aber kleine Budgets führen auch gerne dazu, dass man kreativ wird und das hat uns, glaube ich, auch ein bisschen zum Vorteil gereicht und ja, wir sind dabei, glaube ich, auch ein bisschen bodenständig geblieben, weil es uns immer auch ein bisschen geerdet hat und wir nie in der Gefahr waren, abzuheben. Ja, wenn ein kleines Geld verdient wurde, haben wir es wieder reinvestiert. Das ist fast bis heute so geblieben, aber wir können natürlich auch ein bisschen. Ja, die Firma ist größer geworden und hat natürlich deutlich mehr Substanz. Und dann ist dann doch etwas entstanden, wo wir auch, glaube ich, ein bisschen stolz drauf blicken können. Was ist dein persönlicher Background, wenn du sagst, du warst als Berater unterwegs? Warst du in der Branche beratend unterwegs oder kamst du aus einer ganz anderen Ecke und hast das eher über den privaten Weg gefunden, dass du dich mit der Art von Produkten sozusagen auseinandergesetzt hast? Tatsächlich war ich in einer anderen Branche unterwegs. Ich war als Unternehmensberater hauptsächlich bei Banken und Versicherungen unterwegs. Anfangs auch tatsächlich viel Restrukturierung gemacht. Später dann mehr in Projektleitungsaufgaben. Das ist von der Materie her weit von dem entfernt, was ich heute tue. Glücklicherweise. Aber natürlich als Gelernter, als Diplomkaufmann ist man tatsächlich ein bisschen vielseitiger oder eben auch gar nicht spezialisiert, je nachdem, wie man es nimmt, unterwegs und kann sich da natürlich auch flexibel in neue Dinge eindenken. Und ja, also ich war jetzt nicht sehr besonders ausgeprägt vorbereitet auf diesen Job. Das Interesse war natürlich da. Ich habe auch während meiner Beratungszeit mal begonnen mit kleineren Themen. Ich habe mit einem Freund zusammen eine kleine Windsurfstation aufgebaut und habe mal ein kleines Hotel dazu gebaut. Wir hatten eine kleine Boutique dabei und so bin ich eigentlich in Berührung mit der Bekleidung gekommen und habe den Peter heute damals kennengelernt über diesen Weg. Er hat mich immer ein bisschen fasziniert. Auch das Thema Marke hat mich fasziniert. Insofern ist er bei mir auf offene Ohren gestoßen und
So ist es entstanden. Wie habt ihr sozusagen die Core-Produktwelten für euch definiert? Also der Bikesport, hast du gesagt, das quasi Langlaufthema. Wie habt ihr für euch definiert, in welchem Spielfeld ihr spielen wollt, was diese Core-Positionierung angeht? Und wo habt ihr dann auch die Grenze gezogen und gesagt, das ist vielleicht gar nicht mal so was der Marke dann auch gut tut, weil wenn wir den Core verlieren, dann sind wir irgendwie für keinen so richtig und können den Lifestyle auch nicht übertragen. Wie habt ihr da euren Weg gefunden? Also es war nicht ganz so strategisch, wie man es vielleicht immer denkt, dass man alles im Kopf hat und es dann nur umsetzt, sondern manche Dinge fliegen so ein bisschen auf einen zu. Ja. Klar, wir hatten, was ich eingangs gesagt habe, diese Vision von einer etwas anderen Bikebekleidung, die hat der Peter eigentlich aus seiner Historie mitgebracht und das war auch die Grundidee. Verpackt mit seiner Idee war allerdings auch, nicht nur funktionale Bikebekleidung zu machen, sondern auch ausgehend aus einer Marke heraus Streetwear-Bekleidung mit anzubieten, die natürlich für den Biker, wenn er eigentlich sich mit einer Marke identifiziert, dann mag er vielleicht auch mal eine schöne Jeans dazu haben oder ein schönes Hemd. Und das hat bis heute extrem gut funktioniert. Die Idee war immer schon da. Die ist auch, glaube ich, ein bisschen vorgelebt worden früher in der Border-Szene. Da gab es sehr wohl Vergleichbarkeiten. Und das haben wir versucht, diesen Lifestyle mehr auszuprägen, also nicht nur wirklich funktionale Bekleidung zu machen, sondern den Lifestyle tatsächlich in die Streetwear reinzutragen. Aber das war so ein bisschen der Anfang und dann ist eben, wie gesagt, diese Winterthematik entstanden und für uns war es wichtig, in Sportarten sozusagen reinzugehen, die noch nicht so stark besetzt waren. Also Ski Alpin gab es sehr viele Mitbewerber, war für uns auch nicht so reizvoll, weil nicht so, ich sage jetzt mal, die Langlauf- und auch Skitourengehen sind bei weitem aktivere Sportarten und der Anspruch für die Entwicklung ist deutlich höher. Mhm. Und das hat uns auch mehr gereizt und es hat, wie gesagt, auch sehr viel mehr zum Thema Bike gepasst. Und dann gab es noch einen kleinen Egoismus dahinter, dass das natürlich auch Sportarten waren, die wir selber praktiziert haben. Ja. Und eigentlich ist so ein bisschen unser gesamtes Programm irgendwann entstanden. Wir haben dann immer mal wieder Teile dazu gebaut. Wir haben ein bisschen Klettern gemacht. Wir machen heute ein bisschen Yoga dazu, ein bisschen Laufen. Da denkt man, vielleicht ist das viel, viel zu weit gefasst, aber es ist im Grunde genommen ein bisschen egoistisch gefasst, weil wir fast alle Sportarten selber machen und eigentlich auch ein bisschen was für uns gebraucht haben. Und wenn man es strategisch ansetzt, dann war natürlich am Ende die Idee, wir wollen den aktiven Sportler das ganze Jahr begleiten, der, sagen wir mal, auch im alpinen Raum Sport betreibt und der geht mal biken, der nimmt mal ein Mountainbike, heute nimmt er auch gerne mal ein Rennrad oder ein Gravelbike und dann geht er im Winter eine Skitour, da geht er vielleicht mal langlaufen, er geht vielleicht auch mal Alpinski fahren und im Grunde genommen haben wir für ihn eigentlich das ganze Jahr für seine Sportarten fast was anzubieten. Das Interessante eigentlich heute ist, dass es immer mehr Crossover-Bekleidung auch gibt. Das heißt, Sportbekleidung, die wir in mehreren Sportarten gleichzeitig einsetzen können. Insofern macht es ganz viel Sinn. Beispielsweise Oberteile, wir haben gerade eine kleine Kollektion entwickelt, die heißt Glide and Ride. Die ist praktisch im Winter genauso fürs auf dem Bike als auch für Nordisch, sprich für Langlauf, einsetzbar und das funktioniert sehr gut. Und diese Kombination fasziniert uns natürlich. Insofern ist das, was wir an Ansätzen gehabt haben, eher vom sportiven Menschen ausgehend und weniger davon, wie jetzt sozusagen im Sporthaus die einzelnen Abteilungen aufgebaut sind. Das ist ja total schlau. Der tut sich manchmal ein bisschen schwerer, weil es sich natürlich ein bisschen mehr diversifiziert, aber auch
die Sporthändler haben am Anfang wirklich ein bisschen gejammert, kann man schon sagen. Inzwischen haben sie ihren Frieden damit, weil sie es ganz gut unterbekommen und heute zum Teil sogar sehr glücklich darüber sind, dass auch, sagen wir mal, sportübergreifende Artikel ganz gut funktionieren. Aber aus der, genau wie du sagst, aus der Benutzerperspektive ist das ja der spannende Teil, dass man nicht für jede Sportart ein eigenes Oberteil braucht, sondern sagt so, okay, die Zielgruppe hat große Überschneidungen und dann benutze ich das eine für die eine und die andere Sache. Das ist ja durchaus auch vor diesen Nachhaltigkeitsdiskussionen, zu denen wir vielleicht später noch ein bisschen kommen, durchaus erstrebenswert zu sagen, nicht, ich brauche vier verschiedene leicht unterschiedlich geschnittene Oberteile, sondern ich habe irgendwie möglichst wenige, die möglichst viel abdecken. Also von daher finde ich das schon früh eine spannende Richtung, die ihr da so eingeschlagen habt. Jetzt habe ich verstanden, dass dein Partner mal gesagt hat in so einem Interview, dass er eigentlich geplant hatte, den Winter in den Bergen zu verbringen und deswegen nur eine Sommerkollektion machen wollte und bis heute gescheitert ist damit. Ist das Teil der Geschichte oder wie schaut ihr da? Das ist Teil der Geschichte, die man, du fängst an, Verantwortung zu übernehmen für ein Thema und dann wird es ein bisschen größer und dann ist es ganz normal, dass bestimmte Ziele sich nicht mehr ganz so verwirklichen lassen. Ja, das ist so, wenn man Kinder bekommt, das ist so, wenn man eine Firma aufbaut und plötzlich denkt man, naja, eigentlich haben wir es uns ein bisschen anders vorgestellt, aber jetzt sind wir schon mal da und jetzt versuchen wir das Beste draus zu machen. auch mein Partner musste sich mit manchen Realitäten identifizieren, die sich vielleicht so mal in seinen stillen Träumen ein bisschen anders dargestellt haben. Die romantische Vorstellung. Jetzt habe ich verstanden, dass eure Vision, genau, dass eure Vision nicht nur auf die Produkte abzielt, sondern auch so ein bisschen auf das Unternehmen, was ihr gebaut habt und bauen wollt. Also auch anders zu führen. Wie drückt sich das aus in der Kultur, die ihr lebt, die ihr entwickelt und die ihr weiter bauen wollt? Das ist natürlich ein Thema, da bin ich fast schon der Falsche. Das müssten eigentlich meine Mitarbeiter am ehesten bewerten. Aber klar, es sind ein paar Dinge, die uns von Anfang an wichtig waren, die wir auch ein bisschen anders gemacht haben, weil wir sind ja jetzt nicht von der Hochschule oder von irgendeiner Berufsausbildung direkt Unternehmer geworden, sondern haben so ein bisschen Erfahrungen auch gesammelt. Und man macht sich dann auch selbstständig, weil man mit bestimmten Strukturen so nicht einverstanden war und das auch nicht gewollt hat. Und das Schöne ist, wenn man ein Unternehmen von Grund aufbaut, dann hat man auch Möglichkeiten, sagen wir mal, erstmal natürlich seine Mitarbeiter zu beeinflussen. Das ist ein Unterschied, wenn ich 50 Mitarbeiter übernehme, dann muss ich mit denen mich erstmal auseinandersetzen. Wenn ich es von Grund aufbauen kann, ist es ein bisschen anders. Und so haben wir natürlich ein paar Dinge gemacht, die uns einfach wichtig waren. Natürlich hast du das Büro ein bisschen anders eingerichtet. Ich denke, unser Büro schaut schon ein bisschen anders aus, als das üblicherweise in der Industrie der Fall ist. Und es steht nur uns geschrieben, dass Büros von Haus aus langweilig ausschauen müssen. Und und die dürfen auch gemütlich sein und die dürfen auch einfach so eingerichtet sein, dass man sich mal erstmal drin wohlfühlt. Und klar war, dass dann so eine Kultur untereinander auch wichtig ist. Für jedes kleine oder mittelständige Unternehmen ist es entscheidend, dass die Mitarbeiter gut miteinander können. Ich kann nicht sagen, dass wir nie Konflikte haben. Das ist nicht so, aber vielleicht im Verhältnis nicht ganz so viele. Es ist uns wahnsinnig wichtig, dass jeder Mitarbeiter gerne morgens ins Unternehmen kommt und dafür versuchen wir mal ein bisschen die Rahmenbedingungen zu schaffen. Es ist aber, glaube ich, es geht gar nicht so sehr darum, dass wir vielleicht besondere Führungskräfte sind. Das glaube ich gar nicht. Da spielen ein paar andere Faktoren tatsächlich eine Rolle, die wichtig sind. Wie steht das Unternehmen auch in der Gesellschaft? Was produziert?
wie mache ich es, wie halte ich es mit meinen Partnern? Und all das führt dazu, dass ich, glaube ich, Mitarbeiter mit einem Unternehmen mehr oder weniger identifizieren. Und das, glaube ich, prägt dann sehr stark die Kultur. Und wir haben auch ein großes Glück gehabt mit der Wahl einiger Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben ein gutes Dutzend an Mitarbeitern, die ganz stark für die Kultur stehen und die immer mithelfen, dass bestimmte Dinge nicht Einzug halten. Das ist schon mal wichtig, dass die Kultur vor allem von innen getragen wird und nicht quasi nur auf dem Papier steht. Wenn man euch als Marke wahrnimmt, dann ist so der eigene Weg ja ein Schlagwort, was da durchaus mal einem begegnet. Was heißt denn das für die Leute, die Mitarbeitenden bei euch, den eigenen Weg im Unternehmen zu beschreiten oder einzuschlagen? Kannst du das mal ein bisschen beleuchten, was das mit den eigenen Ideen und den sozusagen auch eigenen Pfaden der Mitarbeitenden macht, wenn sich jemand da bei euch entfalten mag? Also es geht in erster Linie darum, dass wir natürlich als Marke auch eine gewisse Botschaft haben sollten. Und Botschaft kann man nicht dadurch bekommen, dass man andere kopiert, sondern dass man etwas im Kopf hat, was vielleicht auch im Markt ein gutes Feedback oder eine Begeisterung weckt. Und wenn ich das nicht habe, dann glaube ich, tun wir uns immer schwer, ein Unternehmen aufzubauen. Insofern war es natürlich immer wichtig, etwas anders zu machen, aber nicht per se anders zu machen, sondern etwas auf die eigene Art und Weise zu machen. Das heißt, wir lassen uns nicht so sehr leiten von irgendwelchen Trends. Das geht ganz am Anfang los. Die meisten, darf ich schon so sagen, die meisten Marken holen sich zum Beispiel üblicherweise von Trendagenturen die Farben, die möglicherweise in 2 Jahren modern sein sollten. Und dann schauen natürlich viele Marken sehr ähnlich aus, was die Farbwelten betrifft. Das haben wir so nie getan, das ist nur ein kleines Beispiel. Mhm. Wir versuchen natürlich immer in der Kollektion, wir sind wahrscheinlich die einzige Marke, die sehr konsequent jedes Jahr ein eigenes Kollektionsthema aufbaut. Das wird bei uns relativ tief gemacht, das wird auch mit sehr viel Akribie gemacht. Es wird sehr viel um ein Kollektionsthema herumgebaut, bevor man eigentlich das Design anfängt. Es ist schon sehr speziell, wie wir da vorgehen. Das, glaube ich, hat in dieser Konsequenz, habe ich das so noch nirgends gesehen. Wobei ich, wie gesagt, auch nicht so sehr auf die anderen achte. Aber das gibt bei uns, glaube ich, so eine eigene Dynamik. Und uns war immer wichtig, dass wir das, was wir tun, mit voller Überzeugung tun. Und insofern der eigene Weg. Nur dann bin ich in der Lage, auch das entsprechend als Botschaft in den Markt zu tragen und eigentlich auch ein bisschen stolz drauf zu sein. Also nicht per se anders zu machen, sondern zu machen, so wie wir glauben, dass es gut ist. Wie schafft ihr die Balance zwischen dem, was ein Mitarbeitender versucht, sich vorzustellen, was gut ist, und vielleicht ihr als Gründer irgendwie seht, was gut sein könnte? Du hast vorhin ein bisschen Spannungen und Konflikte angesprochen. Die sind ja per se nicht schlecht, sondern die gibt es immer überall. Hast du ja auch quasi beleuchtet. Aber wie löst ihr die auf? Das ist ja die spannende Frage. Wenn du sagst, ich glaube, unser nächstes Thema sollte mehr in die Richtung gehen, und jemand aus dem Bereich oder aus dem Team, der sich sehr lange damit auseinandersetzt, das sehe ich anders als der Klaus. Wie schafft ihr das Verhältnis zwischen der Freiheit und dann doch dem den Vorstellungen von euch, die ihr vielleicht ein bisschen mehr Skin in the Game Erfahrung? Das ist tatsächlich einfacher, als man sich vorstellt. Also wow. Wir haben meistens immer so 3-4 Kollektionsthemen, die so in der engeren Auswahl sind. Und dann wird tatsächlich in einem größeren Kreis diskutiert, das Für und Wider, bevor wir uns für ein Kollektionsthema entscheiden. Und
Wenn dann so ein Thema steht, dann muss nochmal sehr viel mehr angereichert werden. Und das findet eigentlich immer auch im Team statt. Und wenn wir die Anreicherung um ein Kollektionsthema haben, dann gibt es irgendwann so einen Punkt, wo alle richtig Lust drauf haben, aus diesem Thema was wirklich Schönes zu machen. Und meistens gibt diese Kollektion einen sehr guten Rahmen. Und deswegen bricht man da wenig aus. Dann haben wir zum Beispiel Spezialisten, die sich in der Farbwelt ganz gut auskennen. Das sind dann immer so 3, 4, die mit denen man die Farben zusammen definiert. Und das ist auch sehr akzeptiert. Also es ist nicht so, dass da jeder demokratisch mitreden mag, sondern da gibt es wirklich welche, die da ein besonderes Gespür dafür haben und die werden dann rangezogen. Andere müssen sich um Grafiken kümmern. Und das ist sehr ausgewogen. Da gibt es in der Tat am Anfang über die jeweiligen Themen mehr Diskussionen. Aber wenn wir uns mal festgelegt haben für ein Thema, dann schaffen wir es doch, dass alle sehr viel Lust haben, aus diesem Thema was zu machen. Und dann ist so eine Eigendynamik da, die für uns extrem fruchtbar ist. Das kann man nicht anders sagen. Sonst würden wir den Aufwand wahrscheinlich nicht treiben oder treiben können, weil es doch wahnsinnig viel Arbeit ist, die jeweils hinter einer Kollektion steckt. Und das, glaube ich, macht es auch sehr schwierig, das zu kopieren. Wir haben tatsächlich über viele Jahre immer wieder diesen Prozess auch für uns ein Stück weit optimiert. Und ich glaube, wir können inzwischen sehr gut. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem großen Modellwechsel beim Auto. Das ist immer für viele ein kleines Risiko, weil man nicht weiß, ob das neue Modell tatsächlich gut ankommt. Und für uns ist das eigentlich Routine. Wir versuchen das, Routine ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber wir versuchen das jedes Jahr auf ein neues Level zu bekommen. Und wir haben wenig Angst vor dem großen Modellwechsel, weil wir da jetzt auch schon wahnsinnig viel Erfahrung gemacht haben, auch zum Teil negative Erfahrungen. Aber das wissen wir alle, die negative Erfahrung ist die wertvollste, wenn man sie in positive Zukunftsideen umsetzt. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist es, wie du gesagt hast, kein demokratischer Prozess, sondern ihr setzt schon auch viel auf einzelne Verantwortungsbereiche und Kompetenzfelder. Das heißt, wenn jemand sagt, diese Gruppe aus Menschen kennt sich gut mit Farben aus und hat ein Gespür dafür, dann obliegt denen auch so ein bisschen zu sagen, die Nuance geht jetzt mehr in die Richtung und die Richtung. Und dann ist es auch vielleicht was, wo du sagst, würde mir jetzt vielleicht anders ein Ticken besser gefallen, persönlich. Aber das sind ja hier Profis und deswegen gehe ich da mal mit. Interpretiere ich das richtig? Also wir reden ein bisschen über Unternehmensführung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle Mitarbeiter ein Stück weit ernst nehmen und dass wir auch eine Diskussion breit anlegen und auch sehr transparent sind und sehr offen mit diskutieren. Das tun wir. Ja. Aber es gibt natürlich einen Punkt, wo wir entscheiden müssen. Und entscheiden, das geht halt nun mal nicht demokratisch, sondern das ist etwas, wo tatsächlich auch dann die Führung in Teilen entscheidet, aber sie auch begründet, warum sie bestimmte Dinge tut. Und das können wir nicht aushebeln. Auch in einem gut funktionierenden Unternehmen muss es so sein, dass wir Entscheidungen treffen. Ich halte das für absolut zentral. Und es ist auch etwas, was alle Mitarbeiter gerne wollen, dass wir nach einer Diskussion zu einer Entscheidung kommen, weil nur so kommen wir voran und das ist jedem bewusst. Und dann geht es halt darum, dass alle trotzdem an einem Strang ziehen. Das, glaube ich, kann man dadurch erreichen, dass man versucht, sehr offen zu diskutieren und dann auch zu begründen, was man tut. Und denke mal, gerade in diesen Kollektionsthemen ist uns das sicher sehr gut gelungen. Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis hinter diesem Zusammenarbeitsmodell, was sehr, sehr freundschaftlich und nah und familiär ist, dass das funktioniert, diese alle anhören, dann aber wissen, okay, wir müssen was entscheiden und wir wollen auch was entscheiden und das dann klar machen, wer was warum entscheidet, uns transparent machen? Ich tue mich immer schwer zu sagen, wir machen das alles richtig gut. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, was du gerade ansprichst, dass entschieden wird, dass man offen kommuniziert, dass man ehrlich ist bei dem, was man kommuniziert. Und Mitarbeiter haben ein sehr feines Gespür dafür, ob sie jetzt gerade, ob sie mit realistischen
Aussagen konfrontiert werden, ob sie etwas tun, was sie auch umsetzen können, ob das nachvollziehbar ist, was man tut und ob sie den Gesamtzusammenhang verstehen. Das Letzte ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man das immer einbettet in einen gesamten Zusammenhang. Und da legen wir schon großen Wert drauf, dass es jeder versteht und jeder mitgenommen wird. Und dann kann auch jeder, glaube ich, immer in dieselbe, also dann ist er auch so weit in den Rahmen eingebettet, dass er ein Stück weit automatisch auch die richtigen Dinge tut. Und von daher glaube ich, dass das schon sehr zentral ist. Und du hast es eingangs besprochen, dass es sicher in vielen Unternehmen immer darum geht, wie kann ich auch Führung ein bisschen anders gestalten. Und für mich sind das aus meiner Erfahrung heraus extrem wichtige Punkte, die auch in vielen Unternehmen so in der Gänze noch nicht so gut gelebt werden, weil man gerne auch sich an Zielen orientiert, die auch ein Stück weit unrealistisch sind. Und da fängt dann so ein bisschen das Unehrliche ganz von oben an und wird weiter nach unten fortgesetzt. Und ich kann nur sagen, Mitarbeiter verstehen da viel mehr, als wir immer glauben. Und immer dann, wenn das, was man sich vorgenommen hat, nichts mit der Realität zu tun hat, dann fängt so ein kleiner Bruch an. Und den versucht man zumindest zu vermeiden. Ob das uns immer so gelingt, sei mal dahingestellt. Ich glaube schon, dass wir mit ganz realistischen Zielen auch operieren und versuchen, jeden da abzuholen, weil es uns immer schon sehr wichtig war und weil wir eigentlich auch jetzt nicht ein klassisches, manchmal nicht ein klassisches Vorgesetztenverhältnis haben, sondern ja, Mitarbeiter sind jetzt auch keine anderen Menschen als wir. Wir versuchen, alle einen guten Job zu machen und ein normales Leben zu führen. Und warum sollen wir uns da verstecken? Das finde ich eine gute Haltung auf jeden Fall. Auf das Thema Ziele würde ich gleich gerne noch mal kurz zurückkommen, aber davor noch mal kurz in dieser Kulturecke bleibend. Wenn man sich so einen freundschaftlichen Umgang vorstellt, ist meine Wahrnehmung, dass es dann hin und wieder mal so ein Spannungsfeld zum Thema Performance gibt, weil Performance ja doch euch durchaus auch was mit Anspruchshaltungen zu tun hat. Und das ist natürlich in einem freundschaftlichen Verhältnis schwierig zu adressieren, wenn es auch mal so vielleicht nicht den Erwartungen entspricht. Habt ihr da für euch einen Umgang mitgefunden, wie ihr mit dem Thema gleichzeitige Zusammenhalt und freundschaftlicher Umgang, aber auf der anderen Seite durchaus auch so ein bisschen diese Anspruchshaltung als Gruppe? Und da geht es gar nicht mal ja so um den oder die Einzelne, sondern es geht ja darum, dass das Gesamtunternehmen irgendwie nach vorne kommt. Habt ihr da für euch einen Umgang mitgefunden mit diesem Spannungsfeld? Ich weiß nicht, ob ich einen wirklich guten habe, aber ich bin kein großer Fan von starkem Druck. Es gibt sicher Situationen, wo wir auf den Ernst der Lage hinweisen müssen. Insofern gibt es natürlich einen kleinen Druck, aber ich bin immer der Meinung, man kann das auch auf wirklich argumentativ aufbereiten, sodass jeder Mitarbeiter versteht, wie die Situation ist. Und dann entsteht auch aus meiner Sicht ein bisschen mehr Motivation, an der Lösung zu arbeiten. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie man Unternehmen führt. Andere sind der Meinung, man muss da mit harter Hand führen. Vielleicht bin ich da auch manchmal ein bisschen zu weich, das kann schon sein, das will ich nicht ausschließen. Es ist halt meine Art, wie wir mit Mitarbeitern umgehen, und mir ist es wichtig, dass jeder versteht, wenn wir alle eine schwierige Situation haben, dass möglichst viele an der Lösung arbeiten müssen. Und natürlich weiß ich, wer mehr oder weniger an der Lösung arbeitet, und das versuchen wir in Gesprächen natürlich auch zu unterstützen, beziehungsweise dann im Nachgang auch mal nochmal zu analysieren, warum das nicht so geklappt hat. Und ich denke, da entsteht viel mehr positive Energie, wie wenn ich ganz viel Druck ausübe, die dazu führt, dass man halt vielleicht viel mehr arbeitet, aber nicht mehr in der richtigen Richtung und vielleicht auch nicht zu wirklich guten Lösungen kommt, sondern nur nachweist, dass man jetzt gerade 60 Stunden gearbeitet hat oder
wie bei modernen amerikanischen Unternehmen, die gerade im Gespräch sind, jetzt demnächst 80 Stunden. Ich weiß nicht, ob das zu wirklich guten Ergebnissen führt. Ich glaube es nicht, sondern es ist ja immer wichtig, dass wir einen guten Mix zusammenbekommen und dass, ja, ich glaube, Mitarbeiter verstehen, was wir gerade machen und dann auch an Lösungen arbeiten können. Würdest du sagen, dass da besonders essentiell ist, sich ständig, nicht zwingend zu reiben, aber nah dran zu sein aneinander? Weil wenn ich sage so, hey, die Lösung hat jetzt nicht geklappt, dann habe ich natürlich schnell mal so diese Wahrnehmung, da hat sich jetzt jemand nicht so richtig reingehängt. Aber um am Ende das Bild zu haben, was du gerade gezeichnet hast, muss ich ja sehr eng mit den Leuten, muss ich nah dran sein und mich im Austausch befinden und dann feststellen, so, wir hatten jetzt hier eigentlich an der Lösung gearbeitet. Ist das ein Teil eures Geheimnisses an der Stelle? Wie gesagt, die Frage ist, wie komme ich zu guten Lösungen? Komme ich über Druck zu guten Lösungen? Manche sagen, Diamanten werden unter hohem Druck gemacht. Ja. Ob das immer für Unternehmen auch so zutrifft, sei mal dahingestellt. Ja. Ich glaube, dass gerade die Mitarbeiter in der heutigen Zeit, und wir haben natürlich Mitarbeiter, die meisten haben irgendwie eine Hochschule besucht, das sind keine Menschen, die einfache Tätigkeiten ausführen, sondern die sehr wohl kreativ arbeiten. Und Kreativität entsteht zwar manchmal mit knappen Ressourcen, aber weniger mit ganz viel Druck. Es ist aus meiner Sicht, kann man mit viel Diskussion, viel Diskussion ist falsch gesagt, aber mit viel Transparenz sehr viel erreichen, dass alle versuchen, wirklich mitzuziehen. Und da geht es dann eher darum, habe ich ein paar Leute, die auch dann das vorleben und die anderen mitziehen. Und das, glaube ich, haben wir schon. Das kann ich, glaube ich, eindeutig bejahen. Vielleicht braucht es auch da den richtigen Mix dafür. Aber dann findet man eigentlich meistens eine interessante Diskussion und am Ende auch eine gute Lösung. Und dann habe ich auch die Garantie, dass alle dahinterstehen und dran arbeiten. Also das ist schon ein Austausch, der durchaus intensiv sein kann in einer schwierigen Phase, der im Übrigen auch schwer dann über eine Homeoffice-Lösung zu lösen ist. Da bin ich sehr dankbar, dass wir doch eigentlich die Mitarbeiter fast immer vor Ort haben und dann auch eine schnelle und eine sehr gezielte Kommunikation führen. Das ist ein ziemlich spannender Punkt, weil ihr habt ja so ein Arbeitsmodell an einem sehr spannenden Ort, so wenn ich das so richtig interpretiere. So kann man sich ein bisschen wie so ein Bauernhof vorstellen mit großem Workspace. Und das hast, wie du schon gesagt hast, auch so von der Einrichtung alles ein bisschen nicht so büromäßig, sondern eher so ein bisschen einen Ticken zum Wohlfühlen. Was hat sich denn da durch Corona geändert? Oder gibt es Leute, die danach sagen, so, ich mag den Ort zwar, aber nicht mehr so oft? Also gibt's da massive Veränderungen auch, die sich trotz eines schönen Ortes in die sozusagen Arbeitskultur gerade abfärben? Also es ist ein gewisser Lernprozess und auch Corona war für uns ein interessanter Lernprozess. Der geht eigentlich schon früher los. Wir hatten schon 2008 war das erste Mal, dass eine Mitarbeiterin für uns schwanger wurde und das erste Kind geboren. Ich glaube, inzwischen haben wir fast 25 Kinder von Mitarbeitern. Das ist ein Prozess, den wir schon häufig durchgemacht haben. Und am Anfang war ich der Meinung, dann gibt man den Müttern zu Hause einen Arbeitsplatz und dann können die das irgendwie miteinander verbinden. Und das war dann gar nicht so. Die wollten alles nur nicht zu Hause arbeiten. Die wollten in der Firma arbeiten. Das ist sozusagen der Platz war, wo sie auch die Ruhe hatten, um sich mal der Arbeit zu widmen und auch mal eine gewisse Abwechslung haben.
Dann kam Corona. Wir hatten das Glück, dass wir wirklich ein eingespieltes Team hatten. Wir haben damals zwei Gruppen gemacht. Die eine kam immer Montag und Mittwoch, die anderen Dienstag und Donnerstag, sodass wir, wenn eine Gruppe ausgefallen ist, die andere sozusagen immer noch den operativen Betrieb aufrechterhalten konnte. Aber wir waren alle wieder froh, als wir wieder zusammenkamen. Jetzt ist es sicher so, dass wir, wenn du vorhin von einem speziellen Ort gesprochen hast, wir haben jetzt nicht den ganz typischen Bauernhof. Es ist schon ein Bauernhof, aber es ist mehr, das Zentrum ist eigentlich die alte, der alte Heustadel. Und den haben wir umgebaut. Und das kommt einem am Anfang, wenn man davor steht, ist man so vor wie eine große Halle. Ist keine große Halle mehr, sondern es ist wirklich ein gemütlicher Ort, aber ein sehr großer Raum. Und wir haben dann festgestellt, dass die Kommunikation auf eine ganz besondere Art stattfindet. Es ist fast wie ein Großraumbüro. Und man kriegt so das Grundrauschen mit, kann aber trotzdem noch einigermaßen in Ruhe arbeiten, wenn man es mal gewöhnt ist. Und das hat für uns einen besonderen Flair gehabt. Selbst ich bekomme ganz viel Kommunikation mit, weil man automatisch dann zuhört, wenn es wichtig wird und sonst eigentlich sich ausblendet, wenn es nicht wichtig ist. Und das ist vielleicht ein bisschen spezieller bei uns, aber das ist sehr eine sehr schnelle Kommunikation und die lässt sich durch Homeoffice-Arbeit nur bedingt ersetzen. Ich glaube schon, dass wir uns auch in Zukunft irgendwann mehr Gedanken über bestimmte Homeoffice-Lösungen machen müssen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Mitarbeiter gerne zusammenarbeiten und dass in diesen Teams, die auch häufig eben interdisziplinär sind, ganz viel spannende Dinge entstehen, die vielleicht nicht ganz so einfach sind, wenn man dann immer vorm Rechner sitzt und in der großen Runde diskutiert, dann fallen wieder bei dem einen oder anderen stimmt die Verbindung nicht und das ist ja, wissen wir alle, sehr mühselig in Teilen und wir, glaube ich, haben das Glück, dass die meisten Mitarbeiter bei uns in der Region wohnen und sehr gerne hierher kommen und eigentlich auch das Gefühl mitnehmen, jetzt hier ist Arbeitsplatz und wenn ich dann zu Hause bin, ist auch ein bisschen was anderes. Ich denke auch, diese Trennung ist nicht ganz unwichtig. Sie verwässert sich natürlich immer ein bisschen mehr, aber sie hilft auch ein bisschen manchmal abzuschalten, was gar nicht so unwichtig ist. Absolut. Also ich glaube, die Trennung ist durchaus ein Asset auf jeden Fall. Und vor allem natürlich auch, ihr seid ja nicht ein rein digitales Business, ne? Da gibt's ja auch Sachen, die man anfassen muss. Und das immer nur quasi über Bilder von Stoffen zu diskutieren, ist halt was anderes, als über einen Stoff zu diskutieren, den man in der Hand hat und so einmal um den Tisch reicht. So, da gibt's dann auch ganz operative Herausforderungen, die in dem haptischen Business ein bisschen andere sind, als wenn du ein rein digitales Geschäft zum Beispiel hättest. Siehst du, dass der Standort auch Nachteile mit sich bringt, wenn es um Mitarbeitende, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, wird das schwieriger oder ist das gerade so unique, dass du sagst, nö, wir haben sogar einen Zulauf und Leute freuen sich, dass wir so speziell so ein bisschen unterwegs sind? Also den einzigen Standortnachteil, den wir anfangs tatsächlich hatten, war die Internetverbindung. Also zum Beispiel wieder im Dialog. Ja. Es ist, ja, wenn man eine Outdoor-Marke ist, und wir sind eine Outdoor-Marke, dann ist es keine große Bestrafung für die Mitarbeiter, in der Nähe der Berge zu leben. Ja. Und von daher war es bisher für uns alles andere als ein Standardnachteil, aus meiner Sicht eher ein Standardvorteil, dass man, wenn man im Büro sitzt, dann tatsächlich bei schönem Wetter, und heute ist so ein Tag, in jetzt Schnee verschneite Berge schauen kann und durchaus ein paar Fantasien hochkommen, was man sonst noch mit dem Leben anfangen kann. aber was sehr wohl was mit dem zu tun hat, was wir auch tagtäglich tun, und dann ist die Verbindung nicht so schlecht. Ja. Also das, wir hatten tatsächlich Mitarbeiter, die zum Teil aus dem Norden kamen, aus Hamburg, aus Hannover, die sich heute sehr darüber freuen, hier in der Region sesshaft geworden zu sein. Und ja, ich glaube nicht, dass sie es als Bestrafung empfinden, sondern sehr wohl als Mehrwert in ihrem Leben. Und also eher ein Standardvorteil als ein Standardnachteil. Perfekt.
Jetzt hast du vorhin am Anfang gesagt, dass euch die Unabhängigkeit in der Finanzierung wichtig war. Ist das deiner Wahrnehmung nach auch so, dass die Unabhängigkeit schon durchaus was mit den Zielen auch zu tun hat, die man dann erreichen will, respektive vielleicht sogar erreichen muss, weil man Anspruchshaltung in seinem Unternehmen geschaffen hat von, sagen wir mal, Investoren, Anteilseignern, wie auch immer, die dann so ein bisschen zu diesem Punkt führen, den du vorhin erwähnt hast, dass es unrealistisch wird, weil jemand gar nicht auf das Business guckt und gar nicht auf die, ja, sagen wir mal, Rahmenbedingungen, die gerade so vorherrschen, sei es Kaufstimmung oder technische Herausforderungen oder was auch immer, sondern eigentlich eher so eine Art Renditeerwartung hat und sagt so, letztes Jahr war es so, dieses Jahr muss es dann so sein und jetzt macht mal. War das einer der Gründe, warum ihr gesagt habt, nee, lieber nicht? Ich glaube, dass gerade bei den Investoren es natürlich auch viele Unterschiede gibt. Es ist eine gewisse Neigung da, wenn man jetzt von Private Equity Gesellschaften redet, dann haben die doch häufig im Sinne, relativ schnell wieder Kasse zu machen. Und das, glaube ich, widerspricht sehr wohl einem langfristigen Plan. Wenn man eine Marke aufbauen will, dann muss man doch einen sehr langen Atem haben. Eine Marke hat was mit Vertrauen zu tun, das schafft man nicht in 2-3 Jahren. Hat was damit zu tun, wie man Kontinuität schafft, wie man vielleicht Lebensgefühl schafft, wie man eine Verbindung zwischen Kunden und auch Unternehmen, auch die Marke ist ein Unternehmen, das ist die Frage, wie stehe ich in der Gesellschaft da, wie mache ich bestimmte Dinge, und die Kunden interessiert viel mehr als nur das eigentliche Produkt, die interessiert sich für eine Marke als solches, und das ist nicht innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren aufzubauen, sondern da muss man einen sehr, sehr langen Atem haben und sehr kontinuierlich arbeiten, und das passt häufig nicht so ganz zusammen mit den Vorstellungen, die vielleicht Finanzinvestoren haben, die sehr schnell wieder ihr Geld vermehren wollen, also sehr schnell Kasse machen wollen. Und von daher sind das natürlich Einflüsse, die häufig dem entgegenstehen, was wir so im Kopf hatten. Deswegen war uns diese Unabhängigkeit so wichtig. Und wenn ich es natürlich von den Banken unabhängig sein will, dann heißt das im Klartext nicht, dass ich keine Kredite aufnehmen kann, aber es darf nie so weit kommen, dass die Banker sozusagen Einfluss auf die Unternehmenspolitik nehmen, weil dafür haben sie dann häufig doch, ich will nicht sagen, keine Qualifikation, aber nicht die richtige Qualifikation. Sie sind für was anderes ausgebildet und nicht für, für das, dass sie ein Unternehmen, wie es Maloya ist, aufbauen können bzw. verstehen können. Und das ist eben ja sehr wichtig, dass man Entscheidungen treffen kann, die häufig auch Umsatzverzicht bedeuten, die aber langfristig sich auszahlen. Und das einem Investor zu erklären, ist nicht immer einfach und kostet auch Zeit und Mühe. Und wir haben zum Glück, das sind ja nicht, Pedro und ich sind ja nicht allein im Unternehmen, wir haben noch 2 stille Gesellschafter, die da immer mitziehen und uns auch unterstützen in diesem langfristigen Plan. Und ich glaube, nur so kann es gelingen, auch diese Bedeutung im Markt zu bekommen, die wir heute haben. Wie setzt ihr euch dann Ziele, wenn ihr das Glück habt, nicht zwingend von außen getrieben zu sein? Also wie findet ihr den richtigen Anspruchsgrad an euch selber? Kommt ihr von der, Mensch, ich habe eine Idee und lass mal gucken, was aus dieser neuen Richtung vielleicht erwächst? Oder kommt ihr aus der anderen Ecke und sagt, Mensch, jetzt sind wir so und so groß geworden in der und der Zeit, da muss doch noch ein bisschen was gehen. Wie ist denn der Denkprozess, der euch dahin führt zu dem, was ihr euch selber als Erwartungshaltung setzt? Ja, es ist nicht so strategisch, wie es vielleicht mancher denken mag. Und nochmal, wir hatten am Anfang so eine kleine Idee und das hat faszinierend geklungen. Und dann fängt man das Arbeiten an und dann fängt man irgendwann das Nachdenken an. Und ich glaube schon, dass wir heute eine ganz gute Strategie haben, aber dass die Strategie so im Laufe der Zeit entstanden ist. Mhm. Und so ein paar Dinge, so ein paar Rahmenparameter haben wir schon, an denen wir uns orientieren, was wir machen wollen, was wir nicht machen wollen. Aber wir tun uns schwer,
immer die Ziele, so jetzt mal so einen 5-Jahres-Plan zu machen und sagen, da wollen wir den Umsatz machen und da wollen wir da und da hinkommen. Wenn man sich mal vorstellt, was wir in den letzten 3 Jahren an Herausforderungen alle meistern mussten, dann ist jeder Plan, der 2019 entstanden ist, spätestens heute ad absurdum geführt. Ja. Also man muss sich schon immer fragen, was nutzen uns diese Ziele, diese hochgesteckten Ziele? Sie sind vielleicht für den einen oder anderen Investor wichtig. Man kann damit ein paar Dinge rechnen. Auf dem Excel-Tabelle kommt was Schönes raus dabei. Beruhigt vielleicht auch ein bisschen. Aber am Ende des Tages müssen wir ganz viel auf Dinge, die im Markt passieren, auch reagieren und versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen braucht man gewisse Rahmenparameter und auch für sich ein paar Grundsätze, an denen man es ausrichtet. Aber ich kann jetzt heute nicht sagen, ob es Sinn macht, in 10 Jahren doppelt so viel Umsatz zu machen oder vielleicht gleich viel Umsatz zu machen. Es wird sich im Laufe der Zeit entscheiden. Wir müssen nur ein gutes Gespür bekommen. Was ist ein gesunder Zuwachs? Was ist ein weniger gesunder Zuwachs? Und der wird durch tägliche Entscheidungen natürlich getroffen. Und wir müssen eine gewisse Flexibilität darauf haben, auch das zu verändern. Und wenn ich natürlich alle Vierteljahre als Aktiengesellschaft in die Bütsch gehen muss und erklären muss, warum ich bestimmte Umsatzziele jetzt nicht erreicht habe und bestimmte Ertragsziele, dann ist das nicht immer einfach, damit eine langfristige Strategie zu verfolgen. Und für uns steht im Vordergrund, gesund zu wachsen, alle mitzunehmen. Das heißt, auch die Mitarbeiter müssen verstehen, was sie tun. Und gesundes Wachstum heißt jetzt nicht nur gesundes Umsatzwachstum, sondern auch alles, was dazugehört. Dass wir auch daran denken, dass wir Teil der Gesellschaft sind, dass wir Teil der Natur sind. Und das ist natürlich nicht immer leicht. Auch wir können jetzt nicht ökologisch alles 100% schaffen, aber wir können natürlich versuchen, Best Practice zu tun und das zu nutzen, was unseren Möglichkeiten zur Verfügung steht. Und das ist uns schon wichtig, dass wir das irgendwie alles, man kann nicht sagen in Einklang, das wäre falsch, so weit sind wir nicht, aber zumindest auf einem möglichst guten Niveau machen und so, dass jeder zumindest sagt, naja, das ist schon in einem guten Geist entstanden. Was ist denn dein Blick auf die Rolle von Wachstum? Weil das ist ja immer so die Grundannahme, Unternehmen müssen wachsen. Jetzt gibt es ja so Trends, die sagen Post-Wachstum-Ökonomie. Wenn wir alle wachsen in der Wirtschaft, werden wir das irgendwie nicht hinkriegen, diesen Planeten auf die richtige Spur zurückzulenken. Also kann ja diese Grundannahme von Wachstum ja zumindest mal in Frage gestellt werden. Jetzt hast du diese Mehrdimensionalität in der Gesundheit des Wachstums angesprochen, was ich total gut und hilfreich finde und total unterstütze. Trotzdem würde mich nochmal dein Blick auf Wachstum per se interessieren. Warum glaubst du, dass es Wachstum braucht? Oder glaubst du, dass es überhaupt Wachstum braucht? Kann man genauso bleiben, wie man ist? Wie ist dein Blick darauf? Also ich habe da eine etwas andere Auffassung dazu. Das Thema zu sagen, wir sollten kein Wachstum mehr haben, halte ich für verkehrt. Vielleicht, wenn man die Volkswirtschaft als Ganzes betrachtet, dann können wir darüber reden, also in der gesamten. Aber wenn ich jetzt die einzelnen Unternehmen betrachte, dann wäre es ja nicht richtig, wenn Unternehmen, die gut wirtschaften, die Gutes tun, nicht wachsen und die sozusagen Dinge tun, die nicht besonders hilfreich sind für die Gesellschaft oder für die Volkswirtschaft, wenn die nicht mal schlechter dastehen. Wir brauchen diese Dynamik. Wenn die Dynamik nicht mehr da ist, dann werden wir alle nicht mehr innerlich wachsen, dann werden wir auch keine Fortschritte haben und dann werden wir auch die Welt nicht retten. Das heißt, wir sind davon abhängig, dass gute Ideen umgesetzt werden, die brauchen Wachstum, sonst wird es nicht funktionieren. Und so glaube ich, nur so schaffen wir die richtige Dynamik, um was voranzubringen. Und es wäre doch fatal, wenn wir bei den nachhaltigen Energien heute kein Wachstum hätten. Wie soll das gehen? Wir werden es nicht schaffen, dann die Welt zu retten. Das heißt, wir brauchen natürlich Unternehmen,
die in die richtige Richtung arbeiten. Und wenn die Dynamik nicht mehr da ist, wird es langweilig, wird es unbeweglich. Also wir können jetzt nicht alle Unternehmen einfrieren und sagen, ihr habt jetzt alle immer denselben Umsatz und damit haben wir eines erzielt, dass wir jetzt kein Wachstum mehr haben. Ob in Summe noch mehr Wachstum zum Ziel führt, das kann man sicher diskutieren, aber ich halte es für eine akademische Diskussion. Es geht immer darum, dass wir die richtigen Dinge tun, dass wir ein von gesundem Wachstum sprechen. Man kann also darüber auch diskutieren, was ist Wachstum und was ist gesundes Wachstum. Das, glaube ich, ist die richtige Diskussion. Aber ohne Wachstum, ohne Dynamik, sind wir ehrlich, das macht keinen Spaß und das führt auch zu nichts. Heißt aber schon auch, dass im Raum der begrenzten Ressourcen, wenn die guten Sachen, und das würde ich mitgehen, wachsen müssen und sollten, damit sich die sozusagen weiter verbreiten, müssen die nicht so guten Sachen auch nicht mehr wachsen und schrumpfen, damit es in Summe, sind wir schon bei einer Verdrängung. Das reguliert in dem Fall nicht nur der Markt, das reguliert auch die Gesellschaft und die Gesellschaft nimmt immer mehr Einfluss dessen, was am Markt funktioniert. Und das, glaube ich, ist ein gutes Spannungsfeld. Insofern brauchen wir genau diese Dynamik. In einem eurer Videos habe ich gelernt, dass Bäume sich sozusagen natürlich die Ressourcen aufteilen, wenn der eine nicht mehr so gut dasteht, weil er gerade von Schädlingen angegriffen wird. Dann gehen die anderen um ihn rum so ein bisschen zurück und sagen, okay, du brauchst das gerade. Das habe ich jetzt im Wirtschaftsleben noch nicht erlebt, sagen wir mal so, beobachten können, dass wenn einer sagt, du hast eine gute Lösung, um nachhaltig sinnvoll Klamotten zu produzieren, ich nicht. Meine Wahrnehmung ist da leider, dass er irgendwie mit mehr Werbung drauf gehämmert wird und versucht, die sozusagen Nachteile der eigenen Produktion so ein bisschen zu übertünchen und nicht zurückzutreten. Aber ich mag das Bild, dass es zu einer Welt führt, wo man sagt, wir haben nur die Ressourcen und lass mal die für die besten Lösungen richtig investieren und dann kann das da auch wachsen. Das heißt, die anderen mit den nicht so guten Lösungen, die müssen dann vielleicht einen Schritt zurücktreten oder auch zurückgeschoben werden, so durch den Markt. Ich glaube, da ist der Verbraucher, die Verbraucherin schon in der Rolle, auch so ein bisschen die Marktmacht auch so richtig zu lenken. Und dann würde ich sagen, kann es funktionieren. Dann teile ich oft deine Nicht-Skepsis gegenüber Wachstum, dann macht es ja Sinn, wenn die richtigen Dinge wachsen. Jetzt macht ihr so ein, zwei Sachen noch ganz anders, als man das erwarten würde. Speziell zum Beispiel euer Online-Shop oder euer Online-Auftritt. Wenn ich jetzt mich für ein Produkt aus eurem Sortiment interessiere, dann ist es anders als bei vielen anderen. Dann gehe ich nicht hin und sage so kaufen und los geht's, sondern ich werde schon vor die Wahl gestellt, wo ich das denn kaufen mag. Und das hat auch was mit dem lokalen Handel zu tun und auch mit dem nicht von euch betriebenen Online-Handel. Was ist die Überlegung dahinter, das anders zu machen und hier nicht den klassischen Flagship-Store der Online-Brand nach vorne zu schieben und Verdrängungswettbewerb, um die Marge mitzunehmen, sondern die bisherigen Partner auch mit auf die Reise zu nehmen? Also für uns war es am Anfang ganz wichtig, dass wir auch den Handel hatten, der es geschafft hat, uns zu helfen, die Marke in den Markt zu bringen, sie zu transportieren, an den Endkunden zu transportieren. Und das war natürlich ganz am Anfang, gab es relativ wenig online, sondern es war der stationäre Handel. Dann waren es ein paar Stationäre, die sozusagen nebenbei ein Online-Geschäft betrieben haben. So ist auch so ganz natürlich dieser Online-Handel entstanden. Ich will gar nicht sagen, dass es komplett Strategie war, sich aus dem Online-Handel rauszuhalten. Es war gewisserweise eine Notwendigkeit. Wir mussten uns darauf konzentrieren, das Geld für die Produktentwicklung einzusetzen und haben dann aber auch erkannt, dass das der richtige Weg ist, sich auf das zu konzentrieren, was man am besten kann. Mhm. Und umgekehrt mit denen zusammenzuarbeiten, die den Handel am besten verstehen. Und wenn ich immer der Meinung bin, ich bin der beste Logistiker und der beste Händler, dann führt es am Ende, glaube ich, zu nicht allzu viel, sondern wir haben uns dann irgendwann gefragt, was ist unsere DNA, was macht uns aus, was ist uns wichtig, was müssen wir selber
in der Hand haben, damit die Marke so richtig wahrgenommen wird und auch verstanden wird. Und da war der Handel eher hilfreich, sprich diejenigen, die sich zumindest sehr gut im Handel bewegen und uns geholfen haben, auch die richtigen Kunden zu bekommen. Und das gilt im Übrigen für die Logistik ähnlich. Auch da brauche ich einen professionellen Partner und nicht unbedingt das in Eigenregie zu machen. Und so haben wir immer versucht, das die Teile herauszuarbeiten, die für uns essentiell sind. Wir haben irgendwann mal entschieden, 2014, dass es Sinn macht, für uns umgekehrt in der Produktion einen eigenen Betrieb zu haben, weil wir mehr verstehen wollten von der Produktion und weil wir auch bestimmte Dinge realisieren wollten, die wir mit Partnern immer wieder nicht so leicht realisiert bekommen, weil man Maschinen anschaffen musste, weil bestimmte Technologien vielleicht auch so nicht unbedingt vorfindbar waren. Und weil wir auch der Meinung waren, dass es ganz viele Punkte gibt, die wir dort optimieren können, wenn wir es ein bisschen besser verstehen, hat sich in der Tat als solches herausgestellt. Insofern kann man immer mal wieder überlegen, wo machen Partnerschaften Sinn und wo muss ich Dinge eigens machen. Und es kann natürlich sein, dass wir in Zukunft da eine Entscheidung treffen, dass wir irgendwann auch vielleicht sogar unseren eigenen Online-Store haben, wenn es für uns als Marke sehr wichtig wird, den direkten Weg zum Endkonsumenten zu gehen. Bislang war es nicht entscheidend und war auch, glaube ich, sogar vorteilhaft, so wie wir es gemacht haben. Und insofern haben wir die Professionalität anderer genutzt, um selber voranzukommen. Das war eine sehr spannende Betrachtungsweise, ne? Wenn man das von außen anschaut, dann ist es komisch erstmal, weil es alle anders machen. Wenn du jetzt aber so beleuchtest, da, wir haben uns auch Komplexität weggehalten, weil das war ja bisher gar nicht unsere DNA. Wir hatten gar kein eigenes Lager im Sinne von einzelne Teile verschicken und wieder zurückkriegen und sich dann überlegen, was macht man damit, und sondern wir haben eigentlich eher eine ganz andere Kompetenz an der Stelle, und das lassen wir erstmal so und konzentrieren uns auf die anderen Sachen, dann ist das ja doch durchaus eine ziemlich strategische Betrachtung, die ich echt spannend finde. Aus der Kundenperspektive fände ich es natürlich dann auch noch spannend, die Frage zu beantworten. Wenn jetzt der eine Händler das eine Teil von euch gerade nicht in der Größe oder Farbe hat, die ich haben will, und der andere in der anderen Farbe, dann habe ich ja möglicherweise, muss ich mir das wieder so ein bisschen zusammensammeln, was aus der Kundenperspektive ja möglicherweise dann eine Herausforderung darstellt. Gibt es so Überlegungen, das dann so als eigenen Marktplatz zu betreiben? Also ich kann bei euch auf der Sache alles bestellen, krieg's aber faktisch von anderen oder einzelnen Händlern, die es dann auch haben. Habt ihr sowas schon mal diskutiert? Also wir haben tatsächlich ein Tool bei uns auf der Homepage, wo man feststellen kann, welcher Händler verfügt über ein bestimmtes Teil. Da sind wir sehr abhängig von dem Handel, der das auch von den Daten her einspeist. Da sind nicht alle Händler drauf. Das könnte besser funktionieren tatsächlich. Wir haben durchaus es mittlerweile so gut aufgebaut, dass jeder Kunde tatsächlich das Teil findet, was er sucht, oder das Teil ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere stationäre Händler noch ein Teil hat, was wir so nicht wissen. Das hat aber keiner, da hat keiner eine wirklich gute Lösung. Und wenn es online verfügbar ist, dann bekommt das auch. Das ist etwas, was, glaube ich, in der heutigen Zeit kein essentielles Problem mehr ist. Also von daher ist es nicht so, dass wir eine Verfügbarkeit über eigenen Online-Store tatsächlich nur leisten können. Die kann man anders lösen, das ist weniger das Thema. Es geht eher darum, wie erreiche ich den Kunden, kriege ich Feedbacks von den eigenen Kunden, die man über einen eigenen Online-Store auch sehr wohl verarbeiten kann. Aber es ist mitnichten so, dass das Partner nicht auch können und in Teilen sogar noch besser können, weil sie natürlich ein Portfolio aus mehreren Marken haben und damit auch Aussagen treffen können, die in Relation zu anderen eben genauso wichtig sind. Und Partnerschaften sind extrem wichtig, und das gilt für den Handel. Das gilt aber auch für die Lieferanten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch dort das Geben und das Nehmen versteht.
Nur dann können Partnerschaften entstehen, im Übrigen auch nur, wenn Professionalität da ist, weil nur dann können zwei Gewinner aus einer gemeinsamen Partnerschaft hervorgehen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn man also die richtigen Partner ausgewählt hat, kann man auch sehr viel Freude miteinander haben. Und wenn jeder seine Aufgaben wahrnimmt und die gut macht, dann entsteht eigentlich mehr draus. Und tatsächlich, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ich habe früher sehr viel für große Unternehmen auch beratend tätig gewesen. Und es entstehen dort Strukturen, die sehr, sehr teuer werden. Und wenn wir alle diese Elemente, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, selber betreiben würden, dann hätten wir auch eine deutlich höhere Komplexität im Unternehmen, müssten auch dafür entsprechende Strukturen verhalten. Und es gibt sicher irgendwelche Punkte, die mag ich jetzt auch nicht exakt berechnen zu können, aber es entstehen dort sprungfixe Kosten, die eigentlich nur dazu führen, dass man selber einen Verwaltungsapparat aufbaut, den man so schnell nicht mehr runterbekommt. Und mit Sicherheit haben wir hier bei uns im Kerngeschäft, wir betreiben die Marke derzeit mit knapp 50 Mitarbeitern. Und das funktioniert sehr rund. Und ich kann schon sagen, dass wir bestimmte Kostenblöcke so nicht haben, weil wir uns mehr auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und die anderen Sachen sehr wohl in Kooperation versuchen zu lösen. Sehr, sehr spannend, das aus der Perspektive zu sehen und nicht zu sagen, man muss das heute haben, weil alle anderen das auch haben. Und deswegen muss man diese Komplexität auch gehen. Jetzt habt ihr aber, wenn ich es richtig verstehe, ein paar eigene Läden zumindest mal. Welche Rolle spielen die? Ist das tendenziell Marketing, Branding, Positionierung oder ist das relevanter Vertriebskanal mit eigenem Profit Center? Also tatsächlich haben wir nur einen eigenen Laden, der sozusagen zu uns als Firma gehört. Alle anderen General Stores oder Flagship Stores sind mit Partnern zusammen, sprich, das sind dann auch, wenn man so will, Franchise-Nehmer. Trotzdem haben die Läden natürlich eine ganz spezielle Aufgabe. Wir haben in München mit dem ersten Laden angefangen und haben dann festgestellt, dass sehr viele unserer Kunden sehr weite Wege auf sich nehmen, um auch in München damals mit dem ersten Flagship Store einzukaufen, ein bisschen in die Markenwelt einzutauchen. Und uns ist relativ schnell klar geworden, dass es ein bisschen um mehr geht, als nur etwas zu kaufen, sondern tatsächlich Berührungspunkte mit der Marke zu schaffen. Und insofern haben die Flagship Stores natürlich eine weitergehende Aufgabe, nämlich wirklich auch bestimmte Dinge zu transportieren, auch ein gewisses Lebensgefühl zu vermitteln. Und wir können uns tatsächlich ein paar Flagship Stores noch mehr vorstellen. Auch ich denke mal, da wird in den nächsten Jahren noch einiges entstehen, weil dieses Gemeinsame auch mit den Kunden ganz viel ausmacht. Und wir haben deswegen auch bewusst die Stores nicht mitten in der Innenstadt, also nicht in der allerersten Lage. Es gibt schon in den Städten zum Teil, aber eher doch in Randlagen, weil es uns auch wichtig ist, dass wir wissen, der Kunde, der zu uns kommt, der hat uns auch aufgesucht. Und der ist nicht zufällig, weil es gerade draußen regnet und es ihm ein bisschen langweilig war, in den Laden gekommen. Ja. Das hat schon einen wichtigen Einfluss, weil wir tatsächlich die meisten unserer Kunden bekommen erstmal einen Kaffee, man kommt ins Gespräch und das ist eher schwierig für denjenigen, der jetzt gerade Schutz vor dem Regen gesucht hat. Ist ein kleiner Unterschied. Andersrum ist es tatsächlich so, jetzt kommt ein Fan, der hat 500 Kilometer auf sich genommen, um einen Flagship-Store aufzusuchen. Wir fragen ihn nicht mehr, wo er herkommt. Das kann eigentlich nicht sein und das passiert eigentlich, glaube ich, hoffentlich, wenn überhaupt, ganz selten. Aber die Ansprache ist halt doch eine andere. Dafür braucht es ein paar Rahmenbedingungen. Und wir versuchen da auch immer wieder drüber zu sprechen und wie wir die besser gestalten können, sodass wir tatsächlich auch unsere Flagship-Stores so ein bisschen zu Begegnungsstätten schaffen. Und wenn man auch dann manchmal nur einen Kaffee trinkt, ist auch okay. Dann hat man trotzdem eine schöne Zeit gehabt. Es geht nicht immer darum, dass ich jeden Tag eine
vernünftige Abrechnung habe, sondern dass das Ganze irgendwie auch langfristig trägt. Sind wir auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Und ich kann eigentlich heute sagen, dass alle Flagship-Stores sich wirklich wirtschaftlich auch rechnen, was nicht bei vielen Marken nicht der Fall ist. Das ist so, ja. Auch weil wir diese teuren Lagen natürlich meiden und versuchen lieber das Invest in Innern zu investieren und so natürlich eine etwas spannendere Welt innerhalb eines Stores aufzubauen. Lass uns mal ganz kurz auf das Thema Produktion eingehen, weil das ist ja was, was hört man eigentlich ja fast nie mehr. Wenn man sagt, Produktion in Europa, das ist ja schon hochtrabend, dann ist man irgendwie in Portugal, weil sonst gefühlt niemand mehr in Europa überhaupt noch was produziert. Und ihr kommt auf die Idee und sagt, da muss man selber wieder so einen kleinen Produktionsbetrieb haben, damit wir was ausprobieren können, damit wir Sachen anders machen können. Wie geht das heute noch, wenn alle anderen irgendwie das nicht mehr angeblich können, weil sich es nicht mehr lohnt? Wie schafft ihr das? Also, das ist schon ein sehr spezielles Gebiet. Und ich muss auch dazu sagen, dass die Vorstellung, dass wir alles in Europa produzieren können, glaube ich, in die falsche Richtung geht. Also, wir haben in Europa nur noch einen ganz kleinen Teil der Textil- oder der Bekleidungsindustrie. Und wir haben auch nur noch wenige Länder, die das tatsächlich können, weil es reicht ja nicht, einen Betrieb aufzubauen. Ich brauche die Infrastruktur drumherum. Ich brauche bestimmte Dienstleister, bestimmte Supplier, die das Ganze noch anreichern, sonst kann ich nicht effizient produzieren. Und wir sind heute in Europa in einer Situation, wo wir auch bei uns, wir haben jetzt 280 Mitarbeiter in Bulgarien, wir werden das noch ein bisschen ausbauen mit Sicherheit, aber wir tun uns auch dort sehr schwer, wirklich neue Mitarbeiter zu bekommen. Mhm. Und wenn man es jetzt mal global betrachtet, ich komme gleich wieder auf unseren eigenen Weg da ein bisschen zurück, aber wenn man es jetzt mal global betrachtet, dann ist es tatsächlich so, dass die überwiegende Teil, also das liegt zwischen 85% und 90%, der Bekleidung, die wir in Europa haben, jetzt spreche ich mal für den Funktionsbereich, tatsächlich in Fernost gemacht wird. Wenn man jetzt davon 10% nach Europa verlangen wollte, dann müsste ich in Europa die Produktion um 50% erhöhen. Und wir haben heute schon Schwierigkeiten, ausreichend Bekleidungstechniker, Entwickler, aber auch Näherinnen zu bekommen. Es ist also fast nicht darstellbar. Wir müssen uns in Europa die Frage stellen, ob wir es zulassen, dass bestimmte andere Länder, ob das jetzt Fernost ist oder andere, für uns tatsächlich bestimmte Dinge produzieren oder ob wir alles selber machen wollen. Wenn wir alles selber machen wollen, dann reden wir nicht mehr über 30-Stunden-Wochen, sondern reden wir über 60-70-Stunden-Wochen, es sei denn, wir verzichten auf ganz viel von den Gütern, die wir momentan jeden Tag kaufen. Also das ist eine realistische Auseinandersetzung mit den Fragestellen, die wir tatsächlich haben. Mhm. Ich bin sehr dafür, dass wir in Europa bestimmte Technologien, Schlüsseltechnologien wieder aufbauen, ob das tatsächlich die Textilindustrie ist, sei mal dahingestellt. So, und jetzt komme ich nochmal zu unserem Thema. Wir können natürlich als kleine Marke immer ein bisschen in der Nische arbeiten und müssen uns nicht an dieser gesamtvolkswirtschaftlichen Lage ausrichten. Wir sehen ein paar Vorteile. Wir sehen auch, dass bestimmte bestimmte Technologien entstanden sind, die man maschinell machen kann. Insofern gibt es auch wieder Standortvorteile gegenüber Fernost. Und wenn man ehrlich ist, wir haben heute in Asien eigentlich auch nur zwei Länder, die auf einem sehr hohen Niveau arbeiten können, das ist China und Vietnam, die sind von ihren Durchschnittsgehältern nicht sehr weit entfernt von dem, was wir in Osteuropa haben. Also es geht da gar nicht immer um das Thema Preis. Und für uns war dann eigentlich entscheidend, dass wir direkten Einfluss in die Produktion haben, das heißt auch bestimmte Dinge mit unserer Entwicklungsmannschaft schneller vorantreiben können, dort die Synergien sehen. Aber sehr wohl haben wir immer auch noch in Fernost einige Produktionen. Wir glauben, dass es auch sehr Sinn macht, das in Zukunft fortzuführen. Wir werden uns immer ein bisschen über den Mix sicher unterhalten können. Es gibt
bestimmte Klebeverfahren, die sind technisch extrem aufwendig, die machen wir alle sozusagen in Bulgarien, weil wir wissen, dort ist die Qualität ist auch nicht leicht und das bringen wir einem dritten Produzenten nicht bei. Und vielleicht ist es auch manchmal schon ein kleines Betriebsgeheimnis, was wir so hüten können. Mhm. Das macht für uns eben für bestimmte Artikel sehr viel Sinn und auch für bestimmte neuere Entwicklungen sehr viel Sinn. Wir können auch durchaus halbwegs wettbewerbsfähig dort produzieren. Es ist nur für die gesamte Branche keine wirkliche Lösung, es sei denn, wir entscheiden uns, dass wir sehr viel Textil machen wollen, aber dafür nicht mehr sehr viel in Chipindustrie oder was auch immer. Aber irgendwo müssen wir uns entscheiden in Europa. Und wir können nicht alles in Europa selbst herstellen, das wird so nicht machbar sein. Ja, finde ich eine sehr valide Diskussion auch, ob es der Teil sein soll, auf den man sich dann wieder zurückbesinnt und ob man bestimmte Technologien quasi hier hält und bestimmte Teile auslagert. Ich verstehe die Diskussion, weil es kommen viele Kunden und sagen, warum macht sie das nicht in Europa? Wir machen tatsächlich 70% in Europa. Aber ich will mich nicht hier darstellen, zu sagen, wir sind jetzt diejenigen, die es geschafft haben in Europa und die anderen haben es nicht geschafft. Für uns hat es ein paar gute Gründe gehabt, einiges in Europa zu tun. Und wir haben auch das Glück, das als kleinere Marke noch gut darstellen zu können. Aber es wäre jetzt fatal, daraus ganz viel Policy zu machen. Ich glaube, in Summe ist es auch ein Stück weit okay, wenn bestimmte Dinge, bestimmte Produkte außerhalb von Europa gemacht werden, wenn wir dadurch keine allzu großen Abhängigkeiten schaffen und trotzdem die Qualität und die Nachhaltigkeit stimmt. Und das können andere Länder tatsächlich auch. Wir sehen, dass gerade in China zum Teil wirklich sehr nachhaltige Fabriken entstehen. Also wird durchaus der Strom heutzutage regenerativ erzeugt. Man kann über China politisch reden, muss über China politisch reden. Aber wenn ich jetzt darüber rede, dass bestimmte Dinge in der Nachhaltigkeit schon gut funktionieren, dann sind auch Länder in Fernost auf einem sehr guten Weg und das dürfen wir nicht verkennen. Und wie gesagt, für mich ist es wichtig, dass wir da insgesamt eine gesellschaftliche Diskussion führen. Was ist uns wichtig, dass wir in Europa produzieren? Was können wir leisten? Und wir müssen aber auch die Grenzen dessen können und wir werden nicht alles, was wir täglich konsumieren, in Europa herstellen können. Es sei denn, was ich sagte, unsere Arbeitszeiten sind ganz andere. Jetzt hast du vorhin ganz spannend beleuchtet, dass ihr noch gar nicht da seid, wo ihr gerne wärt, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, weil es einfach auch gar nicht geht. So, also Stand heute sind wir noch nicht in der Lage, ausgewogen oder sogar quasi ohne Fußabdruck zu produzieren. Und es ist ja ein Trade-off. Und jetzt hast du gesagt, ihr versucht den so gut wie möglich auszubalancieren, aber es ist noch nicht in der Balance. Wie schaut ihr auf diesen konkreten Entscheidungsprozess? Was bezieht ihr ein in die Diskussion, um zu sagen, diese Jacke zum Beispiel wäre zwar schön, so wie wir sie uns überlegt haben, und sie wäre auch funktional, aber wie wir die produzieren müssen, das lassen wir lieber sein? Oder muss man da auch mal bei Schönheit einen Abstrich machen? Wie findet ihr euren Weg in die Balance quasi? Also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass tatsächlich Bekleidung auch gebraucht wird, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann geht es sicher darum, wie viele Bekleidungsstücke brauche ich in meinem Schrank? Muss ich für jede einzelne Sportart ein Bekleidungsstück haben? Kann ich das übergreifend tragen? Wie langlebig ist mein Bekleidungsstück? Das ist, glaube ich, das sind erstmal wichtige Fragen. Und dann ist halt so die Frage, wie stark greife ich in die Natur ein? Wir haben tatsächlich heute mehr Lösungen als früher, wo wir mehr Naturmaterialien verarbeiten. Hanf ist so ein Thema, was wirklich als sehr nachhaltiges Garn ist. Es ist in der Mixtur mit Baumwolle viel komfortabler zu tragen. Deswegen versuchen wir dort immer Mischgarne zu machen. Aber Hanf ist ein extrem wichtiges Produkt, weil es auch funktional sehr gut ist. Wir arbeiten ja auch, das tun andere auch, meinetwegen Merino-Wolle. Es gibt Teile, die auch aus Holz hergestellt werden.
Also es gibt erste Ansätze, wo man mit Naturmaterialien arbeitet, die man auch in der Funktion sehr gut einsetzen kann. Das ist, glaube ich, noch nicht am Ende. Was wir parallel machen, ist, dass wir versuchen, wenn Kunststoffe schon bestehen, dass wir sie wiederverwenden. Der größte Teil inzwischen unserer Kollektion, der aus Kunststofffasern hergestellt werden wird, ist aus recyceltem Kunststoff. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt in der heutigen Zeit. Und das Dritte, was, glaube ich, eben auch sehr wichtig wird, ist, wie schaffe ich es, Produkte wieder in den Recyclingprozess zurückzuführen? Sprich, da geht es darum, dass wir heute schon Produkte erstellen, die auch recycelbar sind. Also diese Recycelfähigkeit spielt da eine entscheidende Rolle, damit ich es auch später in den Kreislauf wieder zurückführen kann. Da muss man ein paar Kriterien beachten. Das ist nicht überall so. Wir haben uns auch von ein paar Materialien verabschiedet, die das nicht leisten können. Da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber das ist wichtig, dass es hinterher kein Sondermüll ist, sondern sehr wohl als reines Material wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann. Okay. Und dann sind wir sehr wohl auch in Zusammenarbeit mit in der Autobranche ist, ich denke, gerade wirklich eine Erkenntnis entstanden, dass wir bestimmte Lösungen nur gemeinsam schaffen können. Und da gehört das Recycling-Thema dazu. Also wie können wir auch Produkte wieder in den Recyclingprozess zurückführen. Aber natürlich, wenn man anfängt, ich muss versuchen, Produkte möglichst langlebig zu machen, ich muss sie recycelbar machen, ich muss versuchen, möglichst viel Natur in meine Produkte hereinzubekommen, sodass ich meinen Fußabdruck sehr gering habe. Es sind, Stand heute, immer noch Grenzen gesetzt in dieser Industrie, aber man kann sehr wohl sehr viel machen und da versuchen wir zumindest einen ordentlichen Job zu machen, der uns ja auch ein bisschen jeden Tag mal in den Spiegel schauen lässt, wenngleich man da nie 100% schafft und auch immer so ein bisschen ein kleines schlechtes Gewissen hat man, muss man haben, sonst wird man da nicht weiter aktiv werden und da ist man nämlich am Ende. Aber also ich finde den wichtigsten Part, dass du, so wie du es quasi beleuchtest, einfach zu sagen, so es ist eine Illusion, wenn wir sagen, wir können alles hier lokal produzieren und wir können es ohne eine Veränderung der Kultur und der Arbeitsethik und wir können es auch ohne Fußabdrücke und Hauptsache es steht im Katalog schön, aber in der Realität stimmt es gar nicht, sondern halt in der Realität drüber zu sprechen und zu beleuchten, wie ist denn das denn eigentlich und wenn wir eine Jacke haben wollen, in der es nicht reinregnet, dann haben wir bestimmte Konsequenzen, die damit verbunden sind und wie kriegen wir die sukzessive langsam runter, das ist glaube ich der einzige Weg, der offen und ehrlich auch im Diskurs mit dem Verbrauchenden sozusagen funktionieren kann und hoffentlich dann dazu führt, dass alle am gleichen Strang ziehen. Ja. Also wir haben das in der Tat, gerade wenn man über die heutige DWA-Technik, das ist die Ausstattung von einer regendichten Jacke, die dazu führt, dass sie wirklich dicht ist, dass die keine Fußabdrücke hatten. Wir haben heute Techniken, die das sehr wohl gut abbilden können. Wenn wir aber wirklich die 100%-Lösung haben wollen, die nach 50 Stunden Sonneneinstrahlung immer noch zu 100% funktioniert, dann wird es sehr schwierig mit den nachhaltigen Themen. Und gewisse Kompromisse müssen da geschaffen werden. Ich glaube, dass in der Gesellschaft da auch ein gewisses Umdenken stattfindet und nicht jeder muss wirklich mit der Ausrüstung an den Nordpol gehen. Die meisten können auch mit etwas weniger gut klarkommen, ohne dass sie jetzt wirklich sehr stark darunter leiden. Das ist aber auch etwas, wo man ein Verständnis dafür schaffen muss. Ich glaube, viele Konsumenten sind sich bewusst, dass wenn sie jetzt eine nachhaltigere Jacke bekommen, der Regenschutz nicht mehr bei 120% liegt, sondern vielleicht nur noch bei 98. Aber das reicht allemal aus, um in normalen Verhältnissen gut klarzukommen. Das finde ich ein spannender Punkt, dass das natürlich auch so ein kulturelles Ding ist. Wenn es die Nordpol-Expeditionsjacke gibt, dann will man die per Definition auch haben, sei es mal dahingestellt, ob man sie sich leisten kann oder will. Aber dann zu sagen, hey, muss nicht sein und muss nicht sein, ist nur nicht, weil du sie eigentlich gar nicht brauchst, sondern weil du damit auch weniger Schaden produzierst.
dann finde ich, ist dieses muss nicht sein ja auch für Verbrauchersicht schon wieder ein, ja stimmt, dafür lasse ich sie vielleicht im Regal und nehme eins kleiner, was eigentlich ja eher zu meinen Anforderungen passt. Es ist wie unnötig, wie PS in der Gegend rumzufahren. Macht halt auch keinen Sinn, wenn man sie nicht braucht. So. Ja, die Schwierigkeit besteht wahrscheinlich tatsächlich darin, dass wir höhere Standards schon geschaffen haben, die aber nicht sehr nachhaltig sind. So, ja, jetzt will ich diesen Standard erhalten, aber mit nachhaltigen Technologien. Und dieser gordische Knoten, der lässt sich nicht immer lösen. Und das muss man erstmal verstehen. Also auch wenn man noch so viel Forschung da reinlegt, wird das möglicherweise nicht zu einer Lösung führen, die genau dasselbe erreicht wie die vorherige Lösung. Aber eigentlich ist immer so der Anspruch, jetzt müssen wir das Ganze mit denselben Ergebnissen schaffen, nur halt nachhaltig. Und da, glaube ich, müssen wir noch mal ein bisschen drüber diskutieren, ob das überall machbar ist, beziehungsweise für Verständnis werben, dass es eben nicht so ist. Weil es ist tatsächlich, gibt es Grenzen, die sich auch so nicht springen lassen. Und vieles, was machbar ist, ist halt nicht sinnvoll. Und das ist ja der spannende Punkt hier, dass man sagt, okay, es ist, also könnte man vielleicht irgendwie hinkriegen, aber es ist nicht sinnvoll und man braucht es auch nicht. Deswegen ist der andere Weg vielleicht der sinnvollere und dann nimmt man ein bisschen weniger in Anführungszeichen Qualität oder Belastbarkeit in Kauf. Aber das Gesamtpaket passt besser zu dem, was ich eigentlich irgendwie haben wollte und sollte. Zum Abschluss habe ich noch zwei ganz persönliche Fragen, weil jetzt hast du ja auch ein ziemlich breites Feld, mit dem du dich da beschäftigst und viele Herausforderungen aus unterschiedlichen Richtungen. Was sind so deine ganz persönlichen Routinen, um nicht das Gefühl der Gestresstheit und des Überfordertseins aufkommen zu lassen, sondern so ein bisschen mit Abstand einen kühlen Kopf zu bewahren? Ne, also man muss sich mit Sicherheit Auszeiten nehmen. Das fällt mir auch nicht immer leicht. Das muss ich dazu sagen. Ich habe eine Frau, die mir dabei hilft, die sich darum auch ein bisschen mehr kümmert, als ich das selber tue, die mich immer wieder ermahnt, auch wieder rauszugehen. Das, glaube ich, ist kein großes Geheimnis. Das machen viele andere auch, aber wir leben zum Glück hier in der Natur. Ich merke immer, wenn ich beispielsweise beim Segeln bin, dass ich sehr gut abschalten kann, dass ich mit Wind am Meer, vielleicht auch mit Welle und anderen Dingen beschäftige und nicht so sehr mit der Firma oder mit anderen gesellschaftlichen Fragen, was auch immer. Das tut mir sehr gut. Ich habe auch so für meine kleinen Routinen, wenn es mir am Abend relativ viel durch den Kopf geht, dann versuche ich, um Sudoku zu lösen. Dann bin ich nur mit einzelnen Zahlen konzentriert. Und das ist auch so etwas, wo ich ein bisschen abschalten kann. Vielleicht für den einen oder anderen nicht nachvollziehbar, dass man es gerade mit Gedächtnistraining macht. Funktioniert aber ganz gut. Es sind so kleine Dinge, die ich natürlich habe. Aber ein bisschen Sport treiben, jetzt die Jahreszeit, eignet sich nicht ganz so einfach dafür, wenn man es nicht im Studio macht. Aber jetzt haben wir bald wieder Schnee, dann kann man auch dort ein bisschen Sport treiben. Und im Sommer geht es allemal, wenn das Wetter schön ist. Klar, das ist was viele tun. Aber natürlich auch versuchen, vielleicht einen ehrlichen Job zu machen. Dann muss man sich auch nicht ganz so häufig Gedanken machen, wie man aus einer schwierigen Situation wieder rauskommt, weil ich glaube, wenn man offen kommuniziert und versucht, immer einen ehrlichen Weg zu gehen, ist das auch ein bisschen leichter. Ich kann nicht sagen, dass ich immer völlig befreit bin von Sorgen, das ist nicht so, aber das gehört dazu, wenn man Verantwortung übernimmt, dann muss man auch häufig den nächsten Schritt denken und die Planbarkeit ist heute manchmal ein bisschen erschwert. Also es kommen immer wieder neue Herausforderungen auf einen zu. Das macht ja auch Spaß. Es gehört so ein bisschen dazu. Und man wächst, glaube ich, auch da rein. Wenn mir jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, welche Dimension der Verantwortung ich heute übernehme, dann
hätte ich gesagt, das möchte ich nicht, das ist mir zu viel. Aber ja. Wenn man das so Schritt für Schritt entwickelt, dann merkt man es eigentlich nicht. Man reflektiert vielleicht später mal und sagt, naja, jetzt müssen wir schauen, dass wir da ein bisschen Verantwortung abgeben, sonst wird es im Moment doch zu viel. Stark. Aber also den Punkt ist quasi, die Stress- und Überforderungssituation zu reduzieren, dadurch, dass man irgendwie vorher schon ehrlich und offen hantiert, den mag ich sehr gerne. Der ist wirklich, glaube ich, ein spannender. Gibt es zum Abschluss noch irgendein Buch oder Podcast oder irgendwas, was dich begeistert, fasziniert hat, wo du sagst, habe ich gelesen in letzter Zeit oder mochte ich früher gerne und das würde ich jemandem empfehlen, sich das mal anzuschauen? Vielleicht bin ich schon heute zu digital unterwegs, das weiß ich gar nicht genau, aber ich bin nicht mehr so der ganz große Bücherleser. Okay. Da muss mich eine Sache schon sehr faszinieren. Ich glaube, über Führung und ähnliche Dinge lässt sich schon sehr schöne Bücher schreiben. Ich habe wenig in dem Zusammenhang gelesen. Ich selber beschäftige mich tatsächlich immer relativ viel mit der Zukunft da ist es tatsächlich so, dass man die Aktualität im Netz heute irgendwann schätzen lernt. Und es ist leider so, dass sich viele, wenn man jetzt über Zukunftsthemen spricht, wenn ich damit ein Buch schreibe, dann bin ich schon mal ein Jahr hinten dran. Und dann bin ich nicht mehr ganz vorne an der Front. Und ja. Mich faszinieren so Dinge wie, natürlich, wie werden wir unsere Energiethematik lösen können? Wasserstoff finde ich ein völlig faszinierendes Thema, weil ich glaube, dass es auch einen großen Teil der Lösung beiträgt, aber auch andere Dinge mehr, die einfach darum gehen, wie wird unsere Zukunft gestaltet sein? So etwas finde ich extrem spannend. Sich damit auseinanderzusetzen, auch manchmal zu reflektieren, was heißt das für uns, wie müssen wir das einbauen. Aber es macht auch ganz viel Mut, gerade in der heutigen Zeit. Wir werden umgeben von Medien, die darauf spezialisiert sind, schlechte Botschaften zu verbreiten. Das haben sie irgendwann gelernt, dass schlechte News eigentlich gelesen werden und gute News weniger gelesen werden. Neulich hat es jemand thematisiert und hat dann gesagt, es ist halt schwierig zu beschreiben, was alles funktioniert, sodass, wenn alle Ampeln funktionieren, das ist keine Botschaft. Das finde ich falsch. Ich glaube, wir brauchen in der Medienlandschaft heute mehr Berichte darüber, wie wir die Zukunft gestalten können. Und da gibt es ganz viele Lösungsansätze bereits. Aber darüber zu berichten, das finde ich spannend. Und das wird aus meiner Sicht viel zu wenig gemacht. Also ein Journalist muss keine Lösung anbieten, aber er kann sehr wohl diese Lösungen, die bereits bestehen, darüber berichten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese heute die News nicht mehr, wenn drüber steht. Also es geht uns schlecht, aber es wird uns noch schlechter gehen. Dann ist das für mich nichts mehr, was ich lesen mag. Wenn mir aber einer eine Überschrift bietet und sagt, wir haben einige Herausforderungen, aber es gibt Lösungsansätze, die vielleicht erfolgsversprechend sind für die Zukunft, dann würde ich diesen Artikel lesen. Und ich hoffe sehr, dass auch die Journalisten wieder auf einen Weg kommen, wo sie eigentlich auch an der Zukunft arbeiten. Und das heißt, darüber zu berichten, was wir anpacken können und wo es erste gute Ansätze gibt. Und ich denke, wir sind im Moment in einer extrem schwierigen Zeit, auch durch die Ukraine-Krise. Aber genau diese Krise gibt uns ganz viele Chancen, dass wir viel schneller in Energien reinwachsen, die für uns, glaube ich, überlebenswichtig werden. Und wenn wir diese Chance ergreifen, dann wird es am Ende sogar was Positives haben, auch wenn es ein paar Jahre vielleicht etwas weniger Wohlstand ermöglicht. Aber auf lange Sicht, glaube ich, haben wir da auch viele Chancen draus. Und es gilt diese Chancen zu ergreifen. Und ja, damit
setze ich mich sehr gerne auseinander. Das hilft mir auch, manchmal über schlechte Nachrichten wegzukommen, weil sich mit etwas Schönem oder etwas Interessantem von der Zukunft zu beschäftigen, ist immer faszinierend und schafft auch neuen Mut. Und ich glaube, das kann man dann auch wieder übertragen in seinen Alltag rein und sehr wohl auch andere mitnehmen auf diesem Weg. Also vielleicht meine persönliche Erfahrung, vielleicht magst du eine oder andere mal ausprobieren, für mich hat es gut funktioniert. Hervorragend. Also teile ich sehr, dass wir wieder ausgewogenen Journalismus brauchen und vor allem auch Medienkonsum, der nicht nur immer Clickbaits provozierende Überschriften sozusagen unterstützt, sondern auch, dass man sagt so, ja, Herausforderung erkannt, aber lass mal lieber schauen, wie wir sie lösen können. Das mag ich auch gerne, die Haltung. Klaus, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, wir könnten sicher noch viele spannende Themen gemeinsam beleuchten, aber für den Moment würde ich an der Stelle vielen, vielen Dank sagen für die Einblicke und das Teilen deiner Gedanken und freue mich sehr, wenn wir uns vielleicht sogar mal zu einer Fortsetzung oder persönlich auch zusammenfinden. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Immer gerne. Ja, ich danke für die Einladung. Gerne. Bis bald.